Ich habe gelernt, es gibt viele Derby, aber das Derby ist das Spiel und da freuen wir uns sehr drauf. Also ich habe immer nur ein Stadtderby in München irgendwo so miterlebt oder mitgefiebert, aber jetzt eben dieses Spiel weiß man auch in Bayern, dass das über den anderen Derbys steht und dass es viel mehr Leute elektrisiert und das merkt man auch und deswegen bin ich genauso voller Vorfreude wie meine Spieler und wie alle Leute, die für Schalke denken. Dass es auch die Menschen bewegt, die eigentlich gar nicht ins Stadion gehen, die jetzt nicht der typische Fußballfan sind. Also ich glaube, wenn das Spiel am Samstagabend um 8:30 aus ist, weiß jeder Mensch im Ruhrgebiet, wie das Spiel ausgegangen ist. Also daran erkennt man, wie wichtig das ist. Und deswegen ist es auch für uns wichtig. Wir fahren mit breiter Brust, wir fahren mit einem sehr guten Gefühl nach Dortmund, weil wir die letzten 6 Spiele erfolgreich gestaltet haben. Nachdem wir den Start da in den Sand gesetzt haben, hat sich die Mannschaft sehr, sehr gut entwickelt, denke ich. Und das gilt es eben morgen dann auch unter Beweis zu stellen. Wenn wir auf die Serie jetzt nochmal 3 Punkte oder auch einen Punkt draufsetzen könnten und 7 Spiele ungeschlagen wären, würde uns helfen in der Entwicklung. Aber es geht nicht nur um diese 90 Minuten, sondern es geht um die ganze Phase, die wir aktuell bestreiten. Und da zählen mehr Spiele mit dazu, obwohl wir uns um die Wertigkeit natürlich alle bewusst sind.